Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part des Pokémon-Rate-Quizzes. Heute starten wir endlich mit dem ersten Halbfinale und begrüßen unsere Kontrahenten The Zero of Time und Present LP. Hallo! Hallo! Hi! Na? Hallo, ich hoffe, ihr seid soweit gut drauf. Wobei ich weiß, bei Dario, bei The Zero of Time, der ist heute etwas kränklich leider, hat es aber trotzdem geschafft, sich hier für euch aufzuraffen und hier im Quiz wieder teilzunehmen. Genau, 40 Grad Fieber mit Thermometer im Mund noch gefühlt. Spaß, so schlimm ist es jetzt nicht. Also ich bin schon, ich fühle mich bereit, den Present zu schlagen. Du hast dann ja eine Ausrede, wenn du verlierst, ne? Genau, ich bin erschöpft, sage ich, wenn ich verliere. Ja, das ist der Grund, warum Dario heute so bassig klingt, aber es ist hoffentlich nicht so schlimm. Es liegt nicht an fehlerhafter Aufnahme oder so, es ist alles okay. Aber umso gespannter bin ich jetzt heute auf das erste Halbfinale. Wir haben jetzt die ersten vier Runden schon durch, hatten spannende und auch vielleicht nicht so spannende Runden hier bei uns. Ne? Ihr beide wart ja auch diejenigen, die hier sich wirklich sehr, sehr gut durchgesetzt haben, haben also die erste Runde schon erfolgreich geschafft. Und jetzt geht's hier bei euch beiden um den Einzug ins Finale sogar schon. Wir sind ja hier schnell unterwegs. Und so muss das sein. Es hat sich an den Regeln soweit ja nichts geändert ab dem Halbfinale. Es ist jetzt nur so, dass ab jetzt ein paar schwierigere Pokémon folgen werden. Ich hoffe, ihr seid dafür bereit. Die Regeln kennt ihr ja soweit. Na klar. Ne? Sie. Also es wird jetzt definitiv nicht einfacher. Das sage ich immer und dann werde ich dann doch wieder umgeworfen, weil ihr dann ganz schnell wieder trotzdem die Pokémon kennt, warum auch immer ihr die Pokémon kennen solltet. Ich weiß nicht, ob ihr gelernt habt, effektiv wie andere zum Beispiel. Nö. Nee. Aber das verspricht auch da schon ein bisschen mehr Spannung. Also ihr macht mir Hoffnung, das finde ich sehr, sehr gut. Okay, ja, ab jetzt brauche ich auch die Regeln nicht mehr zu erklären. Die sollte euch und auch die Zuschauer soweit auch bekannt sein. Und dann können wir mit dem Halbfinale starten. Let's go. Okay, dann können wir mit dem ersten Pokémon starten. Und wir starten mit der Größe von 4,5 Metern, einem Gewicht von 750 Kilogramm und der Kategorie Rebell. Seigard, Groudon, Kyogre, Stolos? Leider nicht. Alle schwere Pokémon. Stalos. Auch nicht. Oh, Serapendra? Nee. Rebell. Was ist ein Rebell? Arbok. Leider nicht. Was? Ich brauche mehr Tipps. Der Anfangsbuchstabe ist ein G. Gewaldro. Nee. So schwer ist das nicht. Nee, auch nicht. Golgantis. Nein. Verdammt, wie viel wiegt es? Ihr werdet es aber gleich herausfinden. Wie viel wiegt es? 750 Kilogramm. Die Typenkombination ist Geist-Drache. Giratina! Ja, Giratina! Wow, okay. Ich glaube, das war gleichzeitig. Das war ziemlich gleichzeitig. Nach einem kurzen Moment der Stille, ich dachte mir, okay, die Typenkombination, ist es eigentlich klar. Ja, also, wir geben einfach beiden einen Punkt, oder? Ja, ich gebe euch beiden jeweils einen Punkt, weil das war ziemlich gleichzeitig. Steht das in den Regeln? Ja, es steht tatsächlich in den Regeln. Du, Dario, du musst dich daran erinnern, das hattest du bereits in der ersten Runde doch auch gehabt mit Kaya zusammen. Ja, das war ganz crazy. Da gilt es, wer hier zusammen jeweils dann einen Punkt hat oder gleichzeitig das Pokémon sagt, der kriegt auch jeweils den Punkt. Also in diesem Fall ihr beide und... Ja, ich hätte gedacht, ich nehme ja eigentlich immer ein etwas einfaches Pokémon zu Anfang. Jetzt von den schweren ist das einfachere im Vergleich, aber auch bei Typenkombination dachte ich mir, ab da spätestens wisst ihr, welches Pokémon das ist, wobei ihr dann doch noch ein bisschen gebraucht habt. Aber man muss so kurz durchgehen, hä, Geist, Drache, was gibt's denn da? Und dann, ja, genau. Ja, weil ich habe erstmal nämlich an Lunala und so weiter gedacht, hey, Geist, aber ist nicht Drache und dann muss ich alle Legis durchgehen und dann, ja. Genau, nee, aber Giratina ist das einzige Geist-Drachen-Pokémon und auch so schwer entsprechend. Aber gut, ihr seid jetzt wach, das war ja der Effekt dahinter. Sie. Genau, und es steht quasi jetzt 1:1, wenn man so möchte, so wie vorher. Gut, wir gehen weiter zum nächsten Pokémon, würde ich sagen. Wir starten mit der Größe von genau 1,1 Metern, einem Gewicht von 20,6 Kilogramm und der Kategorie Sumsel. Sumsel. S-U-M-M-S-E-L wird es buchstabiert. Weisel. Nee. Bibor. Nee, keine schlechten Ideen bis jetzt. Ribombi, also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Nee, ist nicht schlimm. Ihr könnt es auch auf Englisch sagen. Nee, ist es nicht. Ihr könnt es auch auf Englisch sagen, die Liste habe ich auch offen. Bunnelby, die Vorentwicklung. Nee, leider nicht. Der Anfangsbuchstabe ist ein A. Ariados. Nee. Arbok. Armigento. Du mit Arbok, ne? Nein, auch nicht. Arctos. Amaldo. Anorid. Lass mal alle Pokémon mit A durchgehen, ist auch gut. Ja, aber wahrscheinlich, nee. Alter. Die Typenkombination ist Drache-Flug.
Mit A? Mit A, Dracheflug. Sumsel als Kategorie. Ihr habt noch 10 Sekunden. Hä? Altaria! Ja, Altaria ist es! Ja, lol, Alter. Boah, 5 Sekunden vor Schluss und. Durchgegangen, ey. So, hä? Dann kommt hier Third Gen Master wieder zurück. Na klar. Und Altaria. Der Sumsel hat mich komplett verwirrt. So. Ja, das hab ich jetzt auch nicht gerallt. So. Ich hab irgendwie einen Käfer mal vor den Augen gehabt. Ja, aber was erstmal keine schlechte Idee war, weil Sumsel muss man erstmal dahinter kommen, dass es irgendwas mit auch Musik letztendlich irgendwie zusammenhängen könnte. Und Altaria ist irgendwie so, keine Ahnung. Summt, glaube ich, auch. Ich habe keine Ahnung, warum es so heiß ist. Es sind die schwierigen Pokémon ab hier. Insofern erstmal Respekt für den Punkt, aber ich fürchte, da werden jetzt nicht leichtere Pokémon kommen. Na, aber trotzdem, Respekt, Present führt mit 2-1 und wir gehen weiter zum nächsten Pokémon, würde ich sagen. Let's go. Ja, wir starten wieder mit der Größe von 1,1 Metern, diesmal einem Gewicht von genau 30 Kilogramm und der Kategorie Halunke. Klibunke. Nee, leider nicht. Toxiquark. Auch nicht. Das wäre auch blöd gewesen. Tartara. Nee. Halunke? Was ist ein Halunke? Scrafty. Ja, richtig. Scrafty. Was? Als ob. Ist Irokex. Das ist gut. Das ist echt stark gewesen. Das war echt nicht schlecht. Vor allem recht schnell. Nice. Gut, später wäre man da wahrscheinlich drauf gekommen, weil Anfangsbuchstabe I, da wäre man drauf gekommen, weil es nicht wirklich viele Pokémon mit I gibt. Ne? Aber trotzdem, auch von Halunke drauf zu kommen, nicht ohne. Danke, Mann. Also, Dario ist doch nicht so krank, wie er hier tut, um sich hier extra Punkte zu ergaunern. Das stimmt hier nicht. Also, extra Punkte kriegt man, wenn man krank ist, alles klar. Das könnte man ja einführen, aber die Regel habe ich nicht aufgeführt, leider. Tut mir leid. Aber gut, wir wissen Bescheid. Dario auch fit, was das betrifft. Es steht 2-2. Und da freue ich mich auf den nächsten Pokémon mit euch. Bin mal gespannt, wie schnell ihr da sein werdet. Wir starten mit Pokémon Nummer 4 und mit einer Größe von 1,6 Metern, einem Gewicht von 78,5 Kilogramm. Und der Kategorie Symbiose. Zytomega, Monozyto, Mitodos. Corazon. Nee, leider nicht. Noch nicht richtig, aber die Idee ist bis jetzt nicht so schlecht. Also im Sala. Nee. Aber, nee, das ist. Passt nicht. Schilteros, Volteros. Nee, leider nicht. Ah. Der Anfangsbuchstabe ist ein L. Wie bitte? Ein L. Lepumentas. Nee. Alles noch nicht richtig. Latias, Latios? Auch nicht. Hibiskus. Jetzt schon gute Ideen, aber noch nichts mit dabei. Die Typenkombination Lapras. Ist Wasserpsycho. Mit L? L, Wasserpsycho. Symbiose. Keine Ahnung. Noch 5 Sekunden, Leute. Ich glaube, Gen 7 ist das. Nee, ist es nicht. Nein? Und vorbei, das war die Zeit. Ich meine, ich habe es jetzt nicht von euch gehört, dieses Pokémon. Ist letztendlich auch bekannt, im Competitive Meta. Aber was könnte denn eine Symbiose haben? Ich sag mal, es hängt mit der Entwicklung zusammen, wie das Pokémon sich entwickelt. Wasserstein, keine Ahnung, irgendwas. Nee, es entwickelt sich quasi mit einem Mushas zusammen. Lamos. Och, Mann. Das habe ich zumindest nicht rausgehört bei euch. Ne, Lamos wäre es gewesen. Ja. Okay, gut, da habe ich das alles richtig verstanden. Aber ja, Lamos, die Geschichte dahinter, weil sich ein Fleckmon ja, wenn es von einem Muschas gebissen wird im Schwanz, dann zu Lamos weiterentwickelt. Und dadurch entsteht eben die Symbiose, daher die Kategorie. Ja. Perfekt. Ergibt Sinn. Ja, war aber auch nicht ohne, muss man natürlich sagen. Und jetzt war hier mal ein Pokémon nicht erraten, ist aber auch nicht so schlimm, steht weiterhin 2-2. So, bin mal gespannt, welche Pokémon jetzt noch so erraten werden in Zukunft. Wir starten also mit Pokémon Nummer 5. Und es geht los mit der Größe von 1,9 Metern, einem Gewicht von genau 260 Kilogramm und der Kategorie Felsenhöhle. Stolos, Bolteros, Stalos, Onix. Leider nicht. Schilterus. Auch noch nicht. Das ist tatsächlich ein sehr schweres Pokémon. Felsenhöhle. Nee, auch nicht. Sedimantur oder Brokkolos? Auch nicht. Ah. So, der Anfangsbuchstabe ist ein T. Tarnia. Nein, das ist es nicht. Ja, Tengulis, nein. Tenupto, nein. Tandrak, nein. Tauros, nein. Komische T-Pokémon. Die Typkombination ist Gesteinkampf. Was?
Gesteinkampf. Was hat der Tiguan mit so einem Gesteinkampf? Es gibt einen Pokémon als Gesteinkampf. Ja, ich bin auch gerade verwirrt. Leute, bitte, 5 Sekunden noch. Das Pokémon kennt ihr. Gesteinkampf. Ah, Terrakium. Ja, Terrakium. Oh Gott. Nein. Danke. Das war eine halbe Sekunde vor Ende der Zeit. Terrakium ist es gewesen. Sehr schön. Oh, ihr macht mich ja schon schwach, ne? Ich dachte mir, Gesteinkampf, ja, jetzt wissen sie es. Jetzt ist das ja kein Problem mehr. Gibt ja nur eins. Gut, das ist genauso wie Giratina, aber... Naja, muss man erstmal drauf kommen halt, ne? Ja. Du kennst es ja. Ja, gut, ich hab's ja vor mir, ne? Es ist nie dann nicht so ohne, aber... Aber gut, ja. Terrakium ist unsere gesuchte Felsenhöhle. Fragt mich nicht. Also, ich denke mal, es steht da nur deswegen, weil Terrakium in einer Felsenhöhle zu finden ist. Aber es entspricht ja keiner Felsenhöhle. Es ist ja keine Höhle. Deswegen finde ich Kategorie dann auch ein bisschen irreführend. Aber gut, dann ist es halt so. Kann ich nichts dran ändern. Ihr habt ja den Punkt trotzdem gemacht. Damit steht es 3-2 für Dario. Danke, Mann. Ja, und da, es bleibt ja noch spannend bei euch. Ne? Wir haben noch einige Pokémon vor uns. Ich bin mal gespannt, wer das jetzt für sich entscheiden kann. Und wir gehen mal zum nächsten Pokémon. Und das wird schwierig. Da bin ich mir... Also wer da den Punkt errät, den kann ich auch 2 Punkte geben gleichzeitig für die Schwierigkeit, finde ich. Was? Aber ich gebe keine 2 Punkte. Das wäre es auch noch. Seid ihr bereit? Ja. Gut, dann starten wir mit dem nächsten Pokémon mal wieder mit einer Größe von 1,1 Metern, einem Gewicht von 32,6 Kilogramm und der Kategorie eingebildet. Reptane. Nee, leider nicht. Gekarbor. Nee. Ich wollte gerade sagen, Gewaltrus ist auch nicht. Eingebildet. Ob ihr darauf kommt, bin gespannt. Mediti Meditalis. Nee. Pandagro. Voluminas. Luminous, nein, ist es nicht. YouTube, der Anfangsbuchstabe ist ein E. Emolga. Eleseva. Nee. Elekid, Electek, Elevoltek. Nein. Junge, die sind 1,60 ist es, glaube ich, groß. Nee, 1,1 Meter, eins, also 1,10 Meter. 1,1 Meter, eins. Okay, aber trotzdem, Elekid ist ja nicht so. Ja, ist das egal. Hauptsache, die Enton. Nee, die Typkombination ist normal. Oh, hör auf. Ein Normal-Pokémon. Welches Normal-Pokémon ist eingebildet unter den Anfangsbuchstaben E? Noch 5 Sekunden. Und vorbei. Ja. Habe ich schon befürchtet, das war kein einfaches Pokémon. Und dabei sind wir gerade beim Thema First Gen Master gewesen. Es ist ein Pokémon, was man sehr, sehr gerne vergisst, dass es existiert. Und die Kategorie, finde ich, passt überhaupt nicht eigentlich. Ich überlege halt gerade, so ein Normal-Pokémon in Gen 3, aber... Welches Kecleon kenne ich da jetzt nur und sonst kommt... Welches kennst du? Kecleon. Sengo, Kravunks, Flormel, Krakeel, aber die sind alle nicht mit E. Keine Ahnung, weiß ich nicht, hau raus. Tja, es ist Enikoro. Lol. Okay. Oh, aber wow, eingebildet, ach, geh nach Haus. Ja, tatsächlich, deswegen, Enikoro ist, wie gesagt, Pokémon... haben nicht wirklich so viele im Kopf, dass es existiert, weil auch ich so, also zumindest mein Empfinden, gibt auch welche, die sagen, Enikoro ist mein Lieblings-Pokémon, wutzig, aber da kann man nichts für. Mal davon abgesehen, dass eingebildet, wie ich finde, weiß ich nicht, wie man dann von da aus drauf kommen soll. Das ist nicht wirklich einfach. Ja. Ne? Aber trotzdem, dafür, dass es schwierig war, habt ihr euch ja trotzdem ganz gut geschlagen. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachziehen. Das waren ja 6 Pokémon. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen, dass einer wirklich 7 Pokémon wirklich insgesamt errät. Sonst gilt ja die Regel, dass nach 13 Pokémon insgesamt derjenige gewonnen hat, der die meisten Punkte hat. Deswegen zähle ich ja fleißig mit. Das heißt, maximal 7 Pokémon werden wohl noch auf uns zukommen. Und es steht weiterhin 3-2 für Dario. Gut, weiter geht's mit dem nächsten Pokémon, würde ich sagen. Wir starten mit der Größe von 0,3 Metern. Einem Gewicht von 40 Kilogramm und der Kategorie Meteor. Meteno. Ja, Meteno, wow. Boah, das war ein geschenkter Punkt, ey. Das war doch geschenkt. Okay, das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Musst du kurz überlegen, ey, dann war es schon. Ja, ja. Ja, ist okay. Ja, gut. Ja, Meteor, gut, das war vielleicht etwas einfacher jetzt auch in Relation zum Pokémon davor. Aber hätte gedacht, bei Meteor, da könnte man vielleicht erstmal noch auf andere Pokémon kommen. Jirachi oder keine Ahnung, was man denken kann, was so... im All lebt oder so, aber... Die Größe war halt sehr hilfreich. Ja, das dachte ich auch. Aber die meisten achten nicht immer sofort auf Größe und Gewicht, sondern konzentrieren sich halt nur auf die Kategorie. Aber ist aber gut, wenn man die ganzen Fakten eben mit einem einbezieht. Dann kommt man da eher drauf tatsächlich. Ja, aber ja, das war ein sehr, sehr schneller Punkt. Das heißt, Present ausgeglichen. Da steht 3-3.
Und es kann jetzt noch spannender werden. Und ich fürchte aber jetzt, gut, das war ein sehr einfacher Punkt. Wenn ich mir die nächsten Pokémon so angucke, wird es jetzt sehr schwer, finde ich persönlich. Aber mal gucken, was ihr noch so erraten könnt. So, damit kann es jetzt weitergehen. Wir starten mit dem nächsten Pokémon. Und zwar mit einer Größe von 0,5 Metern, einem Gewicht von 3,9 Kilogramm und der Kategorie Fies. Welches Pokémon ist denn fies? Vor allem ein sehr kleines Pokémon anscheinend. Araqua. Nee. Gastella. Auch nicht. Die sind bestimmt auch fies, aber nicht der Kategorie entsprechend. Ratschfratz. Nee. Habitak. Nee, leider auch nicht. Der Anfangsbuchstabe ist ein C. Corsola, nee. Corazon, ja, nee. Welches Pokémon ist fies, hat den Anfangsbuchstaben C? Serapenra, das ist zu groß. Nee, das ist zu groß. Das fiese Pokémon. Genau, richtig. Nee, ist es nicht. Auch wie die Typenkombination normal. Oh, hör auf, ey. Das ist doch dumm. Ach, Mann. Nach 10 Sekunden. Nimm schnell Google hin. Ein Pokémon mit Anfangsbuchstaben C, Typenkombination normal, fies die Kategorie. Letzte Chance. Keine Ahnung. Und vorbei. Keine Ahnung, so gar keine Ahnung. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist dieses Pokémon wirklich fies, in dem Sinne auch zu erraten. Kommt aus der vierten Generation, ist an sich auch tatsächlich recht fies und vor allen Dingen fieser ist umso mehr auch die Weiterentwicklung. Das normal, also ich sag mal, es ist nicht das Starter-Normal-Pokémon, was man sonst aus der Generation halt kennt. Aber egal, es ist Charmian. Okay. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Also, ich auch nicht. Ist auch nicht verkehrt, weil im wahrsten Sinne des Wortes war die Aufgabe doch wirklich fies, weil so schnell kann man nicht auf so eine Kategorie dann auf das Pokémon stoßen, wie ich finde. Klar, es ist ein relativ kleines Pokémon, das weiß man recht schnell, aber es macht es ja nicht viel einfacher. Ja, aber gut, ist ja nicht so schlimm, es steht weiterhin 3-3 und ich bin mal gespannt, wie ihr euch beim nächsten Pokémon schlagen könnt. Ich denke mal, das könnt ihr aber erraten, da setze ich voll und ganz in euch. Gut, wir starten also mit der Größe von 1,4 Metern. Einem Gewicht von genau 75 Kilogramm und der Kategorie Fisch. Knirrfisch. Landhuren. Nee. Libiskus. Remoraid. Octillery. Leider nicht. Es hat Knirrfisch? Hatten wir schon, aber es hat zwar die Kategorie Fisch, aber ist es wirklich ein Fisch im eigentlichen Sinne? Wahrscheinlich ist es ein Fisch. Ja, Anfangsbuchstabe ist ein M. Mantax. Nee. Mantyrps. Leider auch nicht. Meganie. Ist leider kein Fisch. Die Typenkombination ist Wasser-Boden. Das setzt mein Gehirn aus. Stille. Ich weiß eins. Morabel. Nein. Mebrana. Auch nicht. Komm, Leute. Was? Warte. Paar Sekunden noch. Und vorbei. Oh nein. Sehr gut. Was war's denn? Es war sehr eng, Leute. Ach, okay. Es gibt ja nicht so viele Wasserboden-Pokémon. Doch anscheinend einige mit M. Ja, aber welche mit M noch? Ja, eins gibt's noch. Und zwar Morlord. Wow. Ja, Morlord ist unser gesuchter Fisch gewesen. Ich hätte an Competitive denken müssen. Wasserboden ist schon eine Kombination, an die man denken kann. So. Ja, habe ich jetzt voll verplant. Ich habe nicht an Competitive gedacht. Morabel und Mebrana gibt es halt schon doch einige M-Pokémon im Wasserboden. Ich weiß nicht, ob Mebrana Wasserboden ist. Vielleicht ist er nur Wasser. Mebrana war später auf jeden Fall Wasserboden, aber das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ist ja auch egal. Ja, müssen wir gucken. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Es steht 3-3. Jetzt lasst mich mal kurz rüberblicken nach 9 Pokémon, glaube ich, die wir jetzt hatten. 4 Pokémon haben wir auf jeden Fall jetzt noch maximal. Das heißt, wenn einer von euch jetzt die nächsten 4 komplett errät, dann hat er so 7 Punkte, aber dann sind 13 Pokémon durch. Und dann würde er das so oder so dadurch erraten. Bin mal gespannt, was dann dabei rauskommt. Gut, Leute, weiter geht's zum nächsten Pokémon. Und es wird nicht einfacher. Wir starten mit der Größe von 0,3 Metern, einem Gewicht von 3,5 Kilogramm und der Kategorie Zügelung. Araqua Bunnelby. Gott. Nee, es kommen immer die gleichen Pokémon hier. Ja. Ja, aber so kleine Pokémon. Kommen wir gleich nochmal mit der Arbok.
von Liu. Nee. Ich warte erstmal ab. Baupi. Und genieße erstmal kurz die Stille. Ich bearbeite das Ganze erstmal. Das ist erstmal ganz gut. Dann machen wir weiter mit dem Anfangsbuchstaben P. Porenta. Nee. Porenta muss ich Pomita. Nicht zügeln. Auch nicht. Nee, das ist ein bisschen größer. Haras. Leider auch nicht. Welches P-Pokémon Hopio. Muss ich zügeln? Nein. Nee, keine Pokémon der 8. Gen. Übrigens. Die Typenkombination ist Psycho. Pantimos, nee, der ist so. Pantimimi. Nee, auch nicht. Noch 10 Sekunden, Leute. Das Psycho-Pokémon, Anfangsbuchstabe Tiana. P. Nee, Zügelung. Ein sehr kleines Pokémon, wie gesagt. Noch 5 Sekunden. Ja. Psyau. Jo, ja, oh mein Gott. Ja, Psyau. Oh, gerade so, das nehme ich noch mit rein hier. Psyau ist richtig. Oh, in der letzten Sekunde, Mensch. Ich mache das mir hier echt nicht einfach. Aber Psyau ist das kleine gesuchte Pokémon mit der Kategorie Zügelung. Ich weiß ja nicht, warum Psyau... wahrscheinlich damit zusammen, was Psyau damals gesehen hat, weswegen er so riesengroße Augen hat, aber es muss sich zügeln wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum es sonst der Kategorie Zügelung zugeteilt werden kann, aber es ist halt so, wie es ist. Gesundheit! Dankeschön. Na gut, aber nicht schlecht, noch gerade so drauf gekommen. Damit führt Dario jetzt mit 4-3. Und 3 Pokémon werden noch folgen. Das heißt, Present muss jetzt Gas geben. Sonst wird es hier langsam. Ja, komm, let's go. Sonst wird es hier langsam eng, noch bevor irgendjemand hier die 7 Punkte erreicht hat. Gut, dann wird es Zeit für das nächste Pokémon. Wir starten mit der Größe von 1,5 Metern, einem Gewicht von 49,8 Kilogramm und der Kategorie Kicker. Kickli. Ja, oh mein Gott, Kickli ist richtig. Nee, ich glaube nicht. Wenn ich ehrlich bin, war der beide gleich schnell, wenn ich das so sehe. Auch. Das kam ja aus dem. Live, Mann! Aus dem Geschick. Okay, es war deshalb anscheinend auch so einfach, weil das halt auch im Namen steckt. Deswegen kommt das vielleicht als erstes im Kopf auch an. Aber ja. Ja, Kicker ist so eine komische Bezeichnung für Kickli, der ja eigentlich eher Kickboxer ist quasi. Aber gut. Ich hab fast Gregor gesagt. Ja, fast richtig gewesen. Nee, aber Kickli ist unser Kicker und das ging sehr schnell. Insofern habt ihr beide einen Punkt und das heißt 5-4. Weiter noch für Dario. Yes. Na, ich habe noch 3 Pokémon quasi auf meiner Liste, aber da bin ich mal gespannt. Ne, da musst du dich ein bisschen ranhalten. Ja, alles gut. Ja, Leute, ihr macht das schon. Ich zähl nochmal nach, aber nee. Ja, genau, richtig. Das wird hier richtig spannend. Bin ich der Meinung. Also 2 Pokémon werden auf jeden Fall noch mindestens kommen. Also wenn Dario die noch errät, hat er so 7 Punkte, dann ist es egal. Das heißt, Present muss die jetzt irgendwie erraten. Sonst wird es langsam eng. Gut, weiter geht's. Starten wir mit dem nächsten Pokémon. Mit der Größe genau nochmal von 1,5 Metern. Und einem Gewicht von 71 Kilogramm. Und der Kategorie Urgehölz. Klick, klack, klicke, die klack, klick. Shaman. Nee, Urgehölz, ne? Wie von Holz. Ah, Tromborg. Ja, Tromborg ist richtig. Ja, let's go. Oh mein Gott. Unentschieden. Das heißt, letzter entscheidet alles. Ich hab den Namen im Kopf gehabt. Also ich hatte das Pokémon im Kopf, aber wusste den Namen nicht. Aber nicht schlecht, Leute. Urgehölz, ja, ist nicht ohne. Da denkt man eher an so ein altes Holz, aber ich würde auch nicht direkt an Tromborg denken, wenn ich ehrlich bin. Also nicht schlecht. Da hat er wieder Present zugeschlagen, würde ich sagen. Das war jetzt das 12. Pokémon, das heißt, das 13. Pokémon, das entscheidet das ja. Und es steht genau. Oh, nee. Es steht 5-5. Zu spannend. Anders gesagt, wer es jetzt errät, wird es gewinnen. Es kann natürlich wieder sein, dass hier auch ihr wieder gleich schnell seid. Dann habe ich jedenfalls noch ein Pokémon in der Hinterhand. Es kommt jetzt auf dieses Pokémon an, Leute. Seid ihr bereit? Okay. Gut. Let's go. Dann seid wachsam im wahrsten Sinne, denn jetzt wird es interessant. Wir starten mit der Größe von 1,1 Metern. Einem Gewicht von 27 Kilogramm und der Kategorie Wachsamkeit. Meditales. Krakello. Nein, leider nicht. Krabums. Noctu. Mundtier. Nein, leider nicht. Hutut. Auch nicht. Was ist die Kategorie nochmal? Wachsamkeit. Wachsamkeit. Gut, dass du das da fragst. Ne? Ihr müsst ja wachsam sein, Leute. Koalelu. Auch nicht. Aber ihr seid nicht schlecht. Der Anfangsbuchstabe ist nämlich ein K. Knuddelu. Nö. Kangama. Auch nicht. Krabums? Leider nicht, Leute, leider nicht. Seid gut dabei. Kadabra. Nein. Auch nicht, aber auch nicht schlecht. Typenkombination ist Kani. Normal. Normal Pokémon suchen wir. Ich hasse mein Leben. Kekleon. Nein, auch nicht. Wachsamkeit. K. Normal. Noch 10 Sekunden, Leute. Komm, ich krieg das hin.
Ich glaube nicht. Kukmada. Oh ja, es ist Kukmada. Geh nach Hause. Oh, in der letzten Sekunde. Geh doch nach Hause. Schwierig ist das. Da gucke ich rauf auf die Uhr, fast eine Minute durch und dann kommt Kukmada und es ist richtig. Ja, das ist unser wachsames Pokémon. Ja, Alter. Ich hab den Meister besiegt. Alter, ich sehe es kommen. Kiki, habe ich eigentlich vorher gesagt. Schiebung, Mann. Das ist ja Wahnsinn, Leute. Wir haben einen ersten Finalisten mit Dario, der hier ganz knapp Prison mit 6-5 mit dem letzten Pokémon besiegt. Das war ja spannender, hätte ich ja kaum erwarten können hier. Also, so muss das sein. Das ist doch ziemlich cool. Es ist das erste Mal, dass man hier nicht mit 7 Punkten gewinnt. Das ist auch nicht so schlimm. Das hat ja nichts zu bedeuten, solange man mehr Punkte hat. Ist Dario trotzdem hier jetzt hier unser Sieger und darf ins Finale einziehen. Jetzt. Ja, auf jeden Fall Respekt an euch beide. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das waren, wie gesagt, jetzt der Start jetzt mit den richtig schweren Pokémon, wie ich finde. Und da habt ihr euch sehr, sehr gut geschlagen. Ja, sicher auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Und der Present war ja auch nah dran. Ne? Ja. Muss man ja sagen. Der Present, da war auch nah dran, aber er konnte mir halt nicht das Wasser reichen. Ne? Genau, richtig. So ist es halt. Ne? Und dadurch sehen wir somit im Finale wieder. Und Present wollen wir hoffen, dass wir dich dann in der möglichen zweiten Staffel wiedersehen können. Welchen Easy zerstören, wenn Dario wieder dabei ist. Ja, genau. Kriegen wir hin. Ne? Ansonsten sehen wir uns halt im nächsten Part wieder zum zweiten Halbfinale und dann küren wir den zweiten Finalisten und dann geht's auch schon in den letzten Part. Mal schauen, wer hier das Pokémon-Rate-Quiz für sich gewinnen wird. Vielen Dank fürs Zusehen, würde ich sagen, an euch beide. Also auch natürlich an die Kommentarschreiber, die hier fleißig immer mitraten und sich schon auf das Finale freuen. Vielen Dank an euch beide natürlich fürs fleißige Mitmachen. Ja, danke, dass trotz Krankheit und was weiß ich noch alles kam. Ja, und dann sage ich, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.